Interessant finde ich den Bereich hier. Die Polizei vermutet, dass es ihm gelang, mit einem abgenagten Zehennagel die Verschraubung des Nassbereichs der Gefängnisbibliothek zu lösen. Jo, packen wir das Ganze mal ein. Ah, okay. Kann man da auch noch mehrere Teile nehmen? Ah, hier drei. So, kommt den Alfred, den ziehen wir jetzt mal. Das werfen wir jetzt mal alles raus. Das haben wir ja eigentlich schon alles benutzt gehabt. Da geht es hier wirklich nur rein um die Sachen zum Reden. Ah, ich sehe gerade, ein Poki kann mir auch nochmal reden. Hier bin ich wohl sehr, sehr schnell gewesen, was das Schreiben der Story anbetrifft. Sonst wäre mir sicherlich irgendwie was Besseres eingefallen, außer Alfred und Mattis essen zusammen Eis. Irgendwie hat mich das immer so ein bisschen an dem Spiel gestört, dass halt irgendwie der erste große Störer im Spiel halt noch so total harmlos ist. Da hätte man eigentlich schon einen richtigen Störer draus machen können. Dass die irgendwas Fieses tun, wirklich Edna gegenüber, außer Eis essen. Oh, sie essen Eis ohne Edna. Edna darf nicht mit Eis essen. Irgendwie. Das stört. Fließt denn hier gar kein Blut in dem Spiel? Also ich finde das schon fies, wenn ich mir so diesen riesen Eisbecher ansehe, nicht im Keller sitzen müsste und ich wüsste, die oben vertilgen jetzt ja gerade gefühlte 5 Kilo Eis und ich dürfte da nicht mitmachen. Hätte ich da schon so meine Problemchen damit. So, am Rande gesagt. So, jetzt haben wir ja jede Menge Zeug. Da können wir jetzt mal mit Edna noch drüber reden. So. Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich weiß auch nicht. Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie willst du eine Tür öffnen? Stimmt. Ich gucke mich lieber weiter um. Vielleicht sollten wir die Nachbarn um Hilfe bitten? Die sind sicher auf Mattis Seite. Außerdem, wie stellst du dir das vor? Willst du zu ihnen rüberlaufen und klingeln? Ach ja, das geht wohl schlecht. So, dann reden wir erstmal hier über den Alfred. So einen kleinen Aufreger bringen. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mattis, dein Vater, dein Eigenfleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mattis, dein Vater, was dein Eigenfleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. Ja, dann mal ein bisschen Zeitung lesen. Edna, Edna, Edna! Du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Man darf endlich Isel auf Oggen reimen? Ja. Yippie! Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. Das ist so ein Zufall aber auch. Rat mal was, der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein, schon wieder? Das letzte Mal waren es 3 Bäume, allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst? Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Und jetzt? Oh, das ist grob. Ich habe gelesen, dass ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet wurde. Das ist aber ausgesprochen seltsam. Da wollte irgendjemand ein Statement abgeben, wie mir scheint. Ich muss nach dem Take mal gucken, ob es diesen Blog von Poki
denn tatsächlich noch gibt. So, schauen wir mal. Genau, jetzt haben wir hier einen Fußnagel. Und wir haben Umschrauben. Das probieren wir doch jetzt einfach mal aus. Da bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich kann es kaum glauben, läuft. Es hat wirklich geklappt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Halt, stopp, noch nicht zurück. Ja, da sind wir zurück. Nein! Verflucht! Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid. An mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt. Danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? So, da haben wir jetzt... Okay. Wusste ich gar nicht mehr. So, boah, das klingt so eklig. Also eigentlich, wenn du in so einen riesig großen Keks reinbeißt. Aber ich will mir jetzt gar nicht vorstellen, wie hier so ein Keks... Verschnitt, Fuß. Nein. Oh, jetzt muss ich ja alle öffnen. Ja, dann machen wir das doch mal. So. Das ist in etwa, was eine Currywurst kurz vor ihrem Ableben zu sehen bekommt. Dann scheint das Teil wohl doch ein bisschen zu schmerzen. Oh, sieh nur, Harvey. Ein Ventilator mit messerscharfen Blättern, die sich mit tödlicher Geschwindigkeit drehen. Der passt genau in meine Sammlung aus Landminen und fliegenden Rasierklingen. Was denkst du? Soll ich den nehmen? Habe ich? Ja. Ich überlege noch. Oh, Herr der Rotation. Wirst du mich passieren lassen? Im Stück. Unwahrscheinlich. Ich frage mich, was passiert, wenn ich meine Hände da reinstecke. Edna, nicht! Du könntest den Ventilator kaputt machen. Na, okay. Ja, komm, dann blockieren wir doch. Sieh mal, Harvey. Ich habe den weltersten Stuhlbeinanspitzer erfunden. Cool. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Funktioniert wohl doch nicht ganz so leicht. Vielleicht mit dem universellen Fußnagel. Auch nicht. Der übrigens interessanterweise ziemlich hart abgebissen ist. Ja, stopfen mal Harvey rein. Nein, Harvey ist mein bester Freund. So, aber wir haben noch eine Möglichkeit. Und zwar... Oh, wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Ja. Beleidigen wir doch einfach mal wieder den Typen. Mit seinem lustigen Stiesel-Zeug, bla bla. Und dann wird er garantiert aus Frust das Teil wieder abstellen. Hey! Hallo! Na, Süße, was gibt's diesmal? So, pass auf, wo war denn das? Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Hab ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Oh Gott. Könntest mich ja rauslassen und mir was vorgolfen. Du weißt ganz genau, dass Dr. Marcel verboten hat, Patienten aus der Zelle zu lassen. Wenn du mich nur nerven willst, komme ich gleich rein und spiele mit dir Minigolf. Erzähl mir mehr über deinen Schläger. Ich hab dir doch schon alles gesagt. Mein Vater gab ihn mir. Jep, jep, jep. Ein großer Mann. Ach hier. Jetzt, wunderbar. Komm, mach die Klima aus. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Ja, wunderbar. Jetzt ist das Ding hier aus. Aber vielleicht jetzt auch realistische Möglichkeiten. Vielleicht kriegen wir ihn jetzt kaputt. Vielleicht kann ich den Ventilator hiermit aus der Fassung hebeln. Und... Hä?
Club. Haben wir? Nö, haben wir nicht. So, ja, dann gehen wir mal in den Schacht rein. Flüchten hier aus der Zelle. So. Haben wir noch einmal Pokis Kommentare. Dann gehen wir noch ein bisschen den Schacht entlang und dann breaken wir auch. Dann habe ich die Stunde jetzt erstmal voll. Die Arbeit ruft leider wieder. Ich werde sehr oft auf diese Animation von Edna angesprochen. Mir wurde gesagt, dass sie anzüglich wirkt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das herkommt. Ich bin ein bisschen geschockt. Na dann. Okay, das meint er. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcell? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcell vertuscht etwas. Sobald wir hier raus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Wie grau auch dieser Dr. Marcell aussieht. So, letzte Kommentare vom Poki, dem gebührte Abschluss für diesen Take. Es gibt ein ganz großes Problem mit der Idee von dem Typ, der versucht, sich in die Freiheit zu löffeln und daran scheitert. Sie war nicht von mir, das ärgert mich immer, wenn ich diesen Screen betrete. Die Idee ist nämlich so brillant, die hätte ich gern gehabt. Die kommt aber leider von einem Grafiker, der ganz zu Beginn des Projektes ein paar Testhintergründe gezeichnet hat. Im Endeffekt wurde er mir von Carlson Comics abgeworben und ich musste alle Hintergründe alleine zeichnen. Und dabei habe ich nicht mal ein Lineal. Man sieht es an den Kanten. Peinlich. Ja. Damit beenden wir jetzt auch hier diese Folge. Wir sehen uns dann zum nächsten Take. Edna bricht aus. Wenn wir dann hier uns mal hier durch das Gitter oder dieses Rohr zwängen oder auch dem kleinen Skelett so einen Besuch abstatten, weil wo der herkommt, muss es ja auch irgendwie vielleicht schon noch rausgehen. Wer weiß. Tja, bis zum nächsten Mal.